Oh, meine Güte, boah. Boah, was ist hier los? Boah. Kaum bin ich da oben am Chillen, kurz vor einer Mega-Apokalypse, und dann bin ich plötzlich hier unten und boah, puh, fette, habe ich das überlebt? Das war eine fette Landung. Und boah, was ist mit mir passiert? Ich bin fucking Titan aus Attack on Titan geworden. Hey Leute, wie geht's dir stets? Ich hoffe, dann fandest du über diese Zeit vom letzten Video zu diesem. Dieses Let's Play hier gehört genau gleich wie Stray, Age of Wonders und so weiter zur Reihe von Enkidus sucht einen Sinn im Leben. Also eine Sache, die euch gefällt, ein Spiel, das euch gefällt, eine Richtung von Let's Play, die euch gefällt. Und wir werden einfach uns ein wenig da hineinleben und ein wenig versuchen zu verstehen, wo wir sind und so weiter. Scorn hier, Scorn heißt das Spiel, ist ein Spiel, das letztes Jahr, nämlich 2023, zur Erinnerung an die Zuschauer aus der Zukunft, war letztes Jahr ein extremer Hit und das habe ich logisch verpasst und danach mir das Spiel geholt. Aber es sah so extrem interessant aus, dass ich dennoch im Nachhype es geholt habe. Deswegen schauen wir uns ein wenig jetzt um. Es ist First Person und ich weiß wirklich kaum was. Alles, soviel ich weiß, in dem Spiel ist irgendwie aus ekelhaftem Leder oder like aus... Alles ist lebendig irgendwie. Alles sieht aus wie ein Riesenorganismus. Sogar der Lag sieht so organisch aus. Okay, wo zur Hölle sind wir? Es ist ein Alien Spaceship. Was ist hier denn los? Müssen wir hin? Hier können wir nicht hin. Okay. Das hilft uns nicht weiter. In was für einer postapokalyptischen Welt befinden wir uns? In einer sehr laggenden. Zumindest hin und wieder sehr laggenden. Das wird wieder ein Spaß zum Schneiden. Wie bei Stray. Oh, habe ich einen Spaß beim Schneiden von Stray wegen den Lags. Aber jetzt gehe ich es wirklich ganz kurz fixen. Warte. So. Oioioioioi, das Spiel sieht so cool aus. Das ist ein Style, den ich noch nie gesehen habe. Ich freue mich schon extremst darauf. Was geht denn hier ab? Das sieht ja riesig aus. Okay, wenn das nicht eine Arena ist von like Halo Infinite oder irgendwas, das sieht doch voll... Oh nein, oh shit, ich werde hundertprozentig eine Kackwaffe kriegen und hier kämpfen müssen. Oh, das wird brutal werden. Okay, gucken wir mal weiter. Gucken wir uns mal weiter um. Wir müssen herausfinden, wie wir hier wieder raus können. Wir müssen nach oben. Wir müssen an die Oberfläche. Und das sieht nach dem vollkommenen Gegenteil aus von Oberfläche. Okay. Haben wir Kraft genug? Oh! Ganz knapp geht das. Ah! Ja, das war gar nicht Luck, dass ich das überlebt habe. Was ist das denn? Also Luck im Sinne von Glück aus dem Englischen. Nicht, like, Luck, das Ding, was wahrscheinlich die meisten meiner Zuschauer gesoffen haben. Was ist das denn? Das sieht doch mal nach... Ja, Hand. Hand. Ha, huh. Okay. Was ist das da? Oh, ich kenne das Ding. Ich hab das auf einer Website gesehen, hatte. Ich muss mich richtig alleinen. Und hopp. Oh, ganze Faust. Ui. Ui. Ah, lass aus. Oh. Assassin's Creed. What the fuck war das denn? Kann ich das mit anderen nochmal? Kann ich was anderes probieren? Ich glaube, ich will das andere gar nicht mehr probieren. Ganz ehrlich. So, ich würde behaupten, jetzt geht's, oder? Jetzt, wo wir unsere Hand irgendwie kaputt haben. Okay, das ist widerlich. Ah, muss ich meine... Boah, das ist... Boah, das ist sowas von lebendig. Okay.
Okay, das ist nada. Was mache ich denn mit dir? Schieben. Nein. Warte, so. Dich öffnen. Darüber. Und schieben. Yes. Okay, und wie komme ich wieder raus? Da. Warte, ich will doch erkunden. Ah, danke. Okay, wo war... I guess, da gibt's keine Erkunden mehr. Da sind sogar Adern im Licht. Oh mein Gott, das ist widerlich alles. Okay, weiter geht's. Ich komme in Frieden. Kommt ihr in Frieden? Ist hier jemand? Okay. Und was war das jetzt? Gehen wir ein wenig weiter. Vielleicht sehen wir noch etwas, was wir aktivieren können. Da hinten ist ein weiterer Gang. Also es geht bestimmt weiter. Muss ich von hier rein? Was muss ich denn hier tun? Ich kann das aktivieren. Ich weiß nicht wie. I guess not. Okay. Das sieht einladend aus, aber... So. Bam. Okay, ich kann es hoch und runter lenken. Auch in eine andere Richtung? Nein. Okay, runter. Runter. Geh runter. Runter. Und jetzt. Ja, nein, ich verstehe gar nichts. Okay. Lass mir das kurz in Ruhe. Immer weiter nach oben. Es ist noch nie etwas Schlimmes passiert, wenn man sich auf Türme raufbegeben hat, auf einem lebenden... Oh, oh, es ist hell. Puh, aber so nah. Freiheit! Freiheit! Ich komm zu dir, Freiheit. Mit dem hier. What? Okay, warte, okay. Wo müssen wir es hinlenken? Da geht's hinein. Sowas am Anfang, oder? Alles ging raus. Okay, warte, machen wir mal einen geschlossenen Kreis. Gehen jetzt raus. Gänsehaut. Gehen nochmal da runter. Okay, wir müssen eine ganze Runde machen. Wir gehen nochmal da runter. Können wir jetzt was machen mit dir? Nein. Und du bist auch immer noch im Weg. So, wir haben jetzt einen geschlossenen Kreis hier unten, ja? Jetzt ist die Frage, was müssen wir damit machen? Das schon mal gar nichts. Sind das richtig geöffnete Türen? Also von hier kommen wir. So, das ist jetzt...
Ah, warte mal, hier können wir weiter. Aha. Aha. Was ist denn hier? Ich muss auf alles. Ich muss auf. Hi. Okay. Ich muss alles einmal drücken. Das ist eine Zwangsstörung, ja? Don't judge. Jetzt sind wir hier. Der kommt mir bekannt vor. Was macht das jetzt? Es gibt so viel. Oh mein Gott. Ich habe keine Ahnung, ob ich richtige Wege gehe oder nicht. Wir müssen irgendwie gleichzeitig aktiviert werden. Das schaffe ich aber nicht alleine. Okay. Wird schon nicht der richtige Weg sein. Wir finden den richtigen Weg. Das ist alles so spannend. Hier ist so viel los. Man kann so viel betätigen. Einmal bitte nach oben. Warte mal, hier mal vier Finger rein. Einmal machen. Und hoch geht's. Langsamster Fahrstuhl überhaupt. So viel. Hier ist so viel los. Okay, was machst du? Okay. Oh, okay. Aha, aha. Jetzt ist die Frage, zeigt's mir das Ganze nur, damit ich die Sachen halt check, die hier los sind, like, dass ich weiß, welche Maschinerien was machen, oder ist es jetzt ein großes, langes Rätsel? Gucken wir uns mal noch ein wenig um. Keine Ahnung, ob wir das überhaupt irgendwie lösen müssen. Gibt's auf der anderen Seite auch was? Nein. Was machst du genau? Du willst den oben krapschen. Auf dem Licht. Nur dort willst du es haben. Den willst du nehmen. Den würde er nehmen und wahrscheinlich in die Mitte rein platzieren, würde ich behaupten, und der würde runtergeschickt werden. Eine weitere Behauptung. Und vielleicht brauchen wir es dann unten. Lass mal kurz weitergehen und schauen. Wir merken uns einfach mal alles, was wir sehen. Und können dann das Rätsel lösen, sobald wir das Ganze wissen, was wir Wissenswertes brauchen. Okay, okay. Hallo. Ein Licht von sechs. Okay, da werden alle sechs leuchten müssen, damit die Tür aufgeht. Oder alle sechs aus sein, stünde ja auch zur Auswahl. Frage ist, wie die angemacht werden. Wir rennen hier ein wenig herum. Hat unser Schatten kaum Arme. Vielleicht ziehen die sich ja, like, zusammen. Ist wie eine Schildkröte in ein Schild hinein. So. Vielleicht nicht mit dem Geräusch, würde ich hoffen. Okay. Es geht nochmal runter. Bye bye, Rätsel. Willkommen, willkommen
in der nächsten Folge wieder. Okay, okay. Wir kriegen das Ganze heraus. Wir kriegen es heraus. Das hier macht... Ich weiß nicht, was heißt, aber es macht das. Ah, hier gibt es aber zwei verschiedene. Das macht... Was machst du? Warte, habe ich dich schon probiert? Aha. Okay. Aha. Oh. Okay. Okay, I see. Er nimmt etwas von was auch immer das ist und schmeißt's hin. Von hier würde er es nehmen. Okay, wir müssen also irgendwann etwas hier hinlegen. Auf eine Schiene. Okay, das ist auf eine Schiene. Mit der Schiene hier nehmen. Das hebt's auf. Macht's hinein. Das hier streichelt es ganz zärtlich. Es piekst einmal dem auf die Nase. Okay. Falls es irgendwas Lebendiges ist. Oder ist das lebendig? Und das Ding könnte es dann nehmen und weg wieder machen. Okay. Wir wissen, dass hier eine Schiene verläuft. Das heißt, das, was auch immer wir transportieren, muss hier hinein. Okay, die Schiene muss verlegt werden, dass es hineingeht. Da ist da, wo wir herkommen. Da ist es nicht. Und hier müssen wir nur herausfinden, wie wir was auch immer wir dorthin bringen müssen, hinbringen können. Ja, ja, langsam macht das Ganze immer mehr Sinn. Vielleicht ist hier zum Schluss das, was wir oben gesehen haben, das, was wir runterbringen müssen. Eins dieser komischen Kokons oder was es ist. Das werden wir herausfinden. Und zwar in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet eine spannende Zeit. Hier geht's ab. Wir werden in der nächsten Folge weiterkommen und schauen dann, ob wir es schaffen zu entkommen. Vielleicht ist das überhaupt nicht mal unser Ziel. Ich weiß es hier gar nicht. Ich bin völlig blind hier drin. Also ich weiß gleich viel wie hier. Liked, falls ihr mehr sehen wollt von Scorn. Und lasst ein Abo da, falls ihr mich ganz lieb habt und glücklich machen wollt. Wir sehen uns. Bye bye. Wusch.